Ich bin Leonie Fromberger. Ich komme aus Diepholz und ich mache hier bei Internorm eine Ausbildung zur technischen Produktdesignerin. Bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ich erstelle 3D-Modelle und Konstruktionen und leite davon dann die Zeichnung ab. Und dafür muss ich entweder vom Kunden bereitgestelltes Material verarbeiten oder Sachen ausmessen oder mir selbst was überlegen. Also eigentlich ist kein Arbeitstag wie der andere. Es ist immer irgendwas anderes zu tun. Ja, wenn zum Beispiel Walzen reinkommen mit Altbelag drauf, dann muss vorher gemessen werden, wie groß die sind, welche Kerndurchmesser, damit die das später dann an der Anlage dann auch wissen, wie viel Material da drauf gegossen werden muss oder wie viel die von dem Altbelag, der da noch drauf ist, der dann erst entfernt werden muss. Es ist halt total abwechslungsreich und am besten ist, wenn man dann an den 3D-Modellen oder an den Artikeln, die vom Kunden kommen, auch noch irgendwie was Eigenes mit einbringen kann oder die halt abändern muss, dass sie zum Beispiel für Spritzgussartikel geeignet sind, dann muss man bestimmte Kriterien erfüllen und wenn man das dann halt nach eigenen Vorstellungen oder so umsetzen kann und das dann auch später dann in der Hand hält, wie das wirklich produziert wurde, dann ist das schon ganz cool. Man sollte schon also ein technisches Verständnis haben oder Spaß dran haben, sich damit auch zu beschäftigen und gut Mathe und Physik mal was ausrechnen oder auch räumliches Vorstellungsvermögen. Ich starte im Sommer hier auch bei Internorm ein duales Studium und studiere dann Maschinenbau in der PHWT in Diepholz und mache dann noch eine zweite Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Ich denke gerade auch so technische Produktdesigner werden immer gebraucht, weil es kann ja nichts gefertigt werden, wenn da nicht vorher sich jemand Gedanken drüber gemacht hat, wie das gefertigt werden kann und wie das Teil aussehen soll.